Ein Hallo meine lieben Freunde und willkommen zu einer weiteren Folge von dem Assassin's Creed 4 Multiplayer. Ja, es geht weiter. Auch wenn der Multiplayer, sag ich mal, ja nicht so beliebt ist, mache ich ihn trotzdem weiter, bis es mit Unity losgeht. Ist wenigstens ein bisschen Assassin's Creed und ja, ich bin froh, dass ich jetzt eine Meuchelrunde gefunden hatte. Eigentlich war davor ein Artefaktangriff dran, aber ich dachte mir, nee, das hatten wir jetzt schon im letzten und ersten Part ja schon zwei Runden lang. Das wollte ich jetzt nicht nochmal zeigen, deswegen habe ich mir jetzt gedacht, nehme ich doch Meucheln. Das finde ich eigentlich ganz cool. Da muss man nämlich jetzt die Gegner identifizieren, indem man Rechtsklick auf die macht. Und dann werden die einem als Ziel angezeigt. Oh ne, der. Welcher ist das? Der Typ, glaube ich. So. Ach nein, das verstehe ich jetzt zum Beispiel nicht. Ich habe den doch eigentlich betäubt. Ich habe ihn doch eigentlich mit dem Wurfmesser, sage ich mal, betäubt. Und dann wollte ich, also mit dem Wurfmesser verwirrt, und dann wollte ich ihn eigentlich betäuben, damit ich dann sagen kann, damit ich dann von ihm fliehen kann. Aber irgendwie macht er das einfach nicht. Und das ist das Dumme. Oder muss ich einfach von ihm abhauen? Also das müsst ihr mir vielleicht mal erklären. Für die Leute, die Assassin's Creed spielen, müsst ihr mir einfach mal sagen. Das verstehe ich nicht ganz. Ihr Ziel. Ist das einer? Ich glaube nicht, sonst würde der schon wegrennen. Sonst wäre der schon längst weggerannt, irgendwie. Oh, von wem? Oh nein, dann sollte ich schnell weg hier. Jetzt habe ich ein Ziel. Oder was? Ach nein, das war wieder nur, also irgendwie, ach Gott, ich habe den Meuchelmodus vergessen. Verlernt, wie der geht. Da genau, den kann ich jetzt anfordern, sagen. So, genau. Man muss halt darauf achten, was die für Aktionen bringen. Und wenn man halt sieht, dass sie sich komisch benehmen, auf Häuser klettern oder so, dann weiß ich, okay, die kann ich angreifen. Genauso wie den zum Beispiel. Na, was? Ich habe einen Zivilisten getötet. Ja, okay, das kann aber auch ein Köder gewesen sein. Autsch, scheiße. Schnell weg hier. Ich wurde von einem Wurfmesser verletzt. So, schnell hoch hier. Boah, ich krieg... Nee, was? Ja, ist klar, wieso... Das blick ich nicht, ich hab doch zuerst angegriffen. Das verstehe ich jetzt nicht. Ach nein, weil ich den nicht angefordert habe, scheiße. Ich hätte erst Rechtsklick drücken müssen. Deswegen. Ja, ihr seht, ich bin Assassin's Creed Multiplayer echt so ein Noob, aber weil ich halt einfach mich in dem Modus nicht wirklich gut auskenne. Okay, da oben ist jetzt einer. Sieht mir irgendwie sehr verdächtig aus. So, verfolgen wir den Typ nochmal. Oh Gott, ich hätte ihn schon viel früher verfolgen sollen. So, komm mal her. Guck, das blick ich nicht. Der war durch ein Wurfmesser betäubt. Der konnte, konnte mich eigentlich gar nicht sehr auch noch betäuben. Das ist fast gar nicht möglich. Oh, und da war jemand. Das muss mir mal einer mal erklären, wieso die das immer schaffen und ich nicht. Also, falls ihr das wisst, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Und Leute, wieso kann ich... Ernsthaft jetzt? Immerhin. Ja, da wurde ich getötet. Also, das blick ich manchmal nicht. Ich meine, der war durch ein Wurfmesser betäubt und eigentlich, oder verwirrt, und eigentlich müsste ich den dann ausschalten können, ohne dass der mich betäuben kann, weil wie kann er mich betäuben, wenn er verwirrt war? Also, das müsst ihr mir echt mal sagen. Das blick ich nicht ganz. Ein Spieler hat die Spielsitzung verlassen. Na, scheiße, ein Zivilist. Da kommt aber jemand. Ich glaube, der. Oder? Der wirkt so komisch. Na, schon wieder ein Zivilist. Scheiße. Ah, ich bin ein Noob. Ja, das war so klar. Das ist echt schlimm. Ich meine, ich finde den Modus interessant, aber er ist auch schwierig. Ich finde es auf dem Dach eigentlich noch fast am sichersten, weil du da den Überblick einfach hast. Von den Leuten, die rennen. Auch wenn es ist natürlich gewagt und auch gefährlich, aber nicht ganz unklug. Mir geht es ja auch gar nicht darum, hier der Beste zu sein, sondern einfach nur Erfahrung zu sammeln. Also wie gesagt, wenn ihr da Tipps habt, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Gut.
Aber jetzt passiert irgendwie aber gar nichts mehr, oder? Doch, da läuft jemand. Ich glaube, der ist so komisch gerannt. Könnte das sein? Ich bin mir echt nicht sicher, ne? Ich lasse es mal. Weil ich glaube, die Punkte werden auch nur zur Verführung angezeigt. Ich sollte vielleicht mal woanders hingehen. Aber hier ist ja einfach niemand mehr. Prügelt. Warum bringt sich denn hier keiner gegenseitig um? Leute, macht doch mal was. Ich werde, wenn ich jetzt einen Schritt nach unten setze, werde ich wahrscheinlich direkt von allen möglichen Leuten angegriffen. Ja, guck, ich wurde jetzt. Irgendeiner hat mich jetzt als Ziel gesetzt. Nur wer? Muss ich mal drauf achten. Wenn du mich zu töten, muss er ja eh nach oben kommen. Es sei denn, er hat eine Pistole. Ja, ich traue mich einfach nicht nach unten. Ein neuer Spieler ist der Spielsitzung beigetreten. Mano. Aber die Musik ist cool, muss ich sagen. Die finde ich nicht schlecht. Ein neuer Spieler ist der Spielsitzung beigetreten. So, neue Spieler sind beigetreten. Heißt, hier muss ich ja was Gutes geben. Und ich glaube, hier sollte ich nicht stehen. Wenn ich mit dem Wurfmesser angegriffen werde, falle ich runter und bin halb tot. Da war jemand. Oder? Ach, verdammt, das ist doch zum Mäusemäkeln. Mäkeln, ja genau. Mäusemelken. Da war jemand. Da ist jemand. Komm schon. Nein. Nö, dann töte ich dich jetzt einfach, Kollege. Hä? Lol? Hä? Will er mich verarschen? Wieso konnte ich den nicht... Will er mich verarschen? Das hat einfach nicht geklappt! Der ist einfach rausgewichen! Warum das denn? Noch eine Minute. Will er mich jetzt verarschen? Warum hat das nicht funktioniert? Ich hab den doch als Ziel angefordert im Endeffekt. Das kann ich mir doch jetzt nicht erklären. Ja, erschossen, ja. Diese Pistolen sind auch so die unnötigsten, die es gibt. Ich finde das einfach so unfair. Es ist auch sehr, ich sag mal so, der Multiplayer ist auch stark pay to win. Kannst du dir echt so viel kaufen? Hast du mit Level 1 schon alles oder so, keine Ahnung. Ja, aber ohne Spaß. Das war gerade richtig assi. Ja, 8 Sekunden noch. Wahrscheinlich werde ich eh vorher nochmal umgebracht. Weiß ich jetzt schon. Ja, sie sind Fünfter. Gott. Einfach, das war so schlecht von mir. Ohne Witz. Und der ganz linke Typ, der hat irgendwie alles geschluckt. Das fand ich auch sehr cool. So, den konnte ich nicht ausschalten. Zweimal habe ich es versucht, hat nicht funktioniert und dann kommt er einfach an und ja, keine Ahnung, ich habe wenigstens im Modus Meucheln die meisten Attentäter enttarnt, aber trotzdem, richtig scheiße. Also ziemlich wenig EP bekommen. Also fand ich echt komisch, warum der Typ sag ich mal, das geschafft hat. Nur ich bin einfach mal Stufe Deathmatch. Finde ich auch ganz interessant. So, und dann drücke ich noch auf bereit. Mal gucken, was gewählt wird jetzt im Endeffekt. Ja, klar, kommt jetzt noch eine dritte Stimme nach da. Nur ich bleib einfach stur beim Deathmatch. Aber okay, Meuchel hat natürlich gewonnen. Keine Ahnung, wieso die anderen das immer so gut erkennen können und ich nicht. Also, das blicke ich manchmal nicht so wirklich. Ist mir noch ein Rätsel. Die Spielsitzung beginnt sofort.
So, nun gut. Ihr Ziel ist es, andere Spieler zu identifizieren, sie zu erfassen und als Auftrag anzufordern und dann zu töten. Gut, dann schauen wir doch mal, ob wir jemanden finden. Ja, das gibt einfach halt so Profis, die so die ganzen Spielbewegungen von Zivilisten kennen oder von richtigen Spielern. Ja, ja klar, das ist so ein dreckiger Move von diesem Typen. Einfach nur aus der Entfernung mit einer Pistole. Der braucht noch nicht mal nah ranzukommen. Der weiß einfach, vor allem weiß der auch direkt, dass ich ein richtiger Spieler bin. Einfach erschießen. Das ist, oh Gott, ich hasse das so, diese Pistole. Ist einfach so erbärmlich. Da hinten läuft jemand. Ja, da hinten habe ich jemanden gesehen. Ich laufe jetzt einfach auch mal. Komm, bringt ja eh nichts. Irgendwo habe ich jemanden gesehen. Ne, die Tosse vielleicht. Ah, die. Jetzt ohne Witz. Immerhin. Immerhin habe ich auch mal was geschafft. Ich glaube es ja gar nicht. Ist ja der Wahnsinn. Ich krieg auch mal was auf die Kette. Was zum... Guck, schon wieder wurde er mit der Pistole ausgeschaltet von irgendeinem anderen Typen. Das ist einfach, ich finde das so... Das ist, keine Ahnung, ich kann es einfach nicht leiden. Ja, ich werde wetten, ich werde auch erschossen, Leute. Ein Spieler hat die Spielsitzung verlassen. Ein neuer Spieler ist der Spielsitzung beigetreten. Ich weiß nicht, ob das ein richtiger Spieler ist. Kann ich echt nicht sagen. Aber ne, so wie der sich verhält, nicht. Also... Da verschwende ich jetzt keine Zeit dran. Ich meine, ich verhalte mich natürlich auch sehr, sehr klug, was es angeht, verdeckt zu bleiben, aber kein Plan, ich werde ja so oder so entdeckt, selbst wenn ich ja still sitze. Von daher laufe ich lieber rum und gucke, dass ich vielleicht andere entdecke, die auch ein bisschen so sind. Ist mir alle mal lieber. Also wie gesagt, wenn ihr da Tipps habt für mich, dann schreibt mir das gerne. Ich wurde von einer Störung getroffen. Für klar trifft mein Wurfmesser auch nicht. Das wäre ja auch zu schön. Das, ich hab's geworfen, aber hey, es braucht doch nicht zu treffen. Ich bitte dich. Das wäre ja zu gut. Da wird der Gegner ja Schaden bekommen. Vor allem die schafft es. Das ist halt auch das, was mich wirklich immer ärgert. Dass die, sag ich mal, es schaffen, mich auszuschalten, ohne dass ich sie betäubt bekomme. Aber wenn ich die ausschalten will, immer. Die schaffen es immer, mich zu betäuben. Ich weiß nicht, wieso. Selbst wenn ich die ja mit einem Wurfmesser treffe und die eigentlich betäubt sind, sodass sie gar nichts machen könnten. Passiert einfach nichts. Also die können einfach munter weitermachen. Ah, mein Ziel hat mich enttarnt. Schön. Zieht's euch rein! Zieht's euch rein! Ich hab doch hab ich den nicht als ich war ohne Scheiß, das ist echt der Rage-Part! Jetzt mal ohne Witz, ich hab den doch wohl markiert! Ich hab erst den einen markiert, dann den nächsten, der war markiert. Ich hätte den locker töten müssen. Mich hat doch letztens hat mich auch einer, also was heißt letztens? Mich hat doch auch einer erledigt, der sag ich mal, wo ist der Typ hin? Mich hat doch auch einer, das war jetzt mal nice. Mich hat doch aber auch eben einer getötet, nachdem ich einen gekillt habe. Der hat es doch auch geschafft. Also Gott, Leute. Das bringt mich echt zur Weißglut. Weil das war schon immer so in den Assassin's Creed Multiplayer-Teilen. Ich habe es nie geblickt. Also das ist so einer der Multiplayer-Spiele, wo ich wirklich sage, ich blick's nicht. Genauso wie Windows Live. Egal, wie sehr ich mich angestellt habe, um dieses System zu verstehen. Immer wieder kam das, dieses fünffache Anmelden, bis man da mal in seinem Konto drin war. Das sind so Dinge, die blick ich einfach nicht. So, schnell weg hier. Kein Bock, dass er mich weiter verfolgt. Du kriegst mich nie. Okay, hab wieder neun Verfolger. Klar. Wird eh wieder erschossen, hundertprozentig.
Haha, nice. Super, da habe ich mir also das gemerkt, was der hatte und konnte ihn somit töten. Klasse, ja, das sind wieder so geile Momente, wo ich mir echt sage, das ist cool. Also der Typ ist wirklich dumm. Der rennt mir ja geradewegs irgendwo hinein. LOL! Da Fuck! Habt ihr das gesehen? Wie ist die denn an mir vorbeigezischt? Auch gut. War nicht schlecht. Und das ist cool, wenn man also seinen Verfolger, sag ich mal, wenn man den aus der Entfernung sieht und den als Ziel markiert, dann kann man den also auch noch, dann sieht man sein Gesicht und weiß, wie er aussieht. Und dementsprechend konnte ich den ja eben auch töten. Das war ganz cool. Das muss ich nur schauen. Ah, wo falle ich denn hier runter? Hilfe. Haha, nein, okay, Betäubung, aber ich habe noch bekommen. Super, wusste ich doch, dass das irgendein Spieler war. Gut, allmählich beginnt es doch zu laufen. Ah, guck, und da sieht man auch, wenn die irgendwie, wenn jemand ein Spieler eine hektische Bewegung macht und dass man auch, und man in der Nähe ist, dann kann man, das sag ich mal, sehen. Ich wurde betäubt, lol. Gut, keine Ahnung, wie das geschafft hat, aber egal. Dann kann man den schnell mit Rechtsklick anfordern, dann sieht man den. Okay, gut, das wusste ich nicht. Habe ich jetzt herausgefunden. Aber komisch, wie der Typ mich noch, verfolgen konnte. Ich denke mal einfach, dass viele Leute im euch einfach wissen, wie richtige Zivilisten laufen und wie halt komische Zivilisten laufen, so wie ich. Werde die wissen halt einfach, dass ich mich als Zivilist nicht so bewege. Die kennen wahrscheinlich einfach diese Routen, wie die laufen. Kann ich mir gut vorstellen. So, okay, gut, ich hab nicht... Lol. Okay, gut, ich sollte vielleicht dem Verfolger nicht zu nahe kommen, sondern einfach gehen. Aber ich habe immerhin 200 Punkte bekommen. Also, das war es mir wert. Vielleicht ist das beim nächsten Mal dann besser. So, und ich bin halt wirklich der Typ, der hier einfach nur dumm rumläuft. Guck halt auf den Dächern und halt da Ausschau nach potenziellen Opfern. Ein Spieler hat die Spielsitzung verlassen. Ich habe einen neuen Verfolger. Ihr Ziel hat sie enttarnt. Oh, mein Ziel hat mich enttarnt. Sehr schade. Der wartet nur darauf, dass ich hochkomme. Ja, der will so ein Luftattentat machen. Ich hab noch bekommen. Ach, wie cool. Lol. Ja, gut. Haha. Ich dachte eigentlich, der bekommt mich, aber hey. Au. Es war Gift. Wetten, dass das Gift war. Ja, ja, es war Gift. Das war klar. Das ist auch so eine Sache. Es ist so Gift oder Pistolen. Du kannst dem einfach nicht ausweichen. Das ist, du bist einfach tot. Aber ich sollte mir echt angewöhnen, in diesen Parts immer so viel zu meckern. Aber mich nervt sowas einfach kolossal, wenn die Typen immer besser sind oder ich das manchmal einfach nicht verstehe, warum die besser sind. Weil manchmal ist das echt unlogisch, wie ich finde. Aber hey, vielleicht sehe auch nur ich das so. Und die könnte glattens, die läuft so alleine. Und ich habe wieder einen neuen Verfolger. Ja, super. So, schnell weg hier. Tschüss. Du doofer Verfolger, du kannst mich mal. Schnell hier rein. Komm her, wo bist du? Bist du das? Nein. Da kommt er irgendwo. Da ist er. Ja, ist klar, natürlich. Achso, ich habe also noch da drin betäubt bekommen. Super. Ja, logisch. Immerhin Betäubungspunkte, was soll's.
Ja, sie sind Vierter. Damit kann ich doch eigentlich leben. Lief im Endeffekt auch dann doch noch ganz gut. Schade, dass ich Dritter geworden bin, sonst wäre ich jetzt hier in der Liste zu sehen. Aber naja, gut, ich habe 8 Kills, 5 Tode. Das ging sogar eigentlich klar, muss ich sagen. Also es war gar nicht schlecht. Bin ich irgendwo in der Statistik drin? Ja, die meisten Betäubungen in einem Einzelkämpfer-Modus. Okay, war ich auf Platz 2. Mal schauen, wie viel EP ich bekomme. Okay, gut. Super. Alles klar, meine lieben Freunde. Ja, dann würde ich sagen, das war der nächste Assassin's Creed 4 Multiplayer-Part mit viel Rage, würde ich mal sagen. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Wir sehen uns in einem meiner nächsten Parts wieder. Übrigens zur Info, ihr seht diesen Part ja jetzt gerade donnerstags und ich habe überlegt, die Assassin's Creed Multiplayer-Parts werden jetzt immer montags, donnerstags und samstags kommen. Das finde ich ist doch eigentlich ganz cool. Und ja, bevor jetzt die nächste Runde weitergeht, verabschiede ich mich. Wünsche euch noch einen schönen Tag, Nacht, wann auch immer ihr das Video schaut. Auf Wiedersehen.